Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft mit Yeshio 2.0. Und wir wollen jetzt hier am Meer ein Haus bauen. Und zwar soll das ein nicht ganz alltägliches Haus werden, wie ich das natürlich bei den anderen Gebäuden auch gemacht habe. Es soll so ein bisschen auf das Meer hinaus wachsen. Und dafür fangen wir jetzt erstmal an mit einem Nachtsichttrank natürlich. Prost, Nachtsichtfreunde, weil man hier ein bisschen mehr sieht. Und setzen hier schon mal so ein kleines Fundament, damit man die Form hat. Das sieht dann ungefähr so aus. Ich würde sagen, ich setze mal hier vorne. Hier vorne fange ich an. Dafür muss ich jetzt gucken, dass ich eine ungerade Anzahl bekomme. Keine gerade Anzahl. Ja, genau, eine ungerade Anzahl brauche ich. Ungefähr so. So, das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier geht es dann erstmal weiter mit einer kleinen Schräge. Ungefähr so. Und dann geht es hier weiter raus. So, von der Grundform her, ich würde sagen, wir bauen das mal relativ nah ans Wasser ran. Allerdings möchte ich hier am Wasser auch noch ein ganz klein bisschen Erde zu sehen haben. Das heißt Wiese. Ich möchte auf jeden Fall nicht, dass das Haus direkt im Wasser steht. Demnach würde ich sagen, machen wir das mal so. Ich muss noch mal eben abzählen, ob ich hier eine ungerade Anzahl habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Natürlich habe ich eine gerade Anzahl erwischt. Also gehen wir noch einen weiter raus. Was dann ungefähr so aussieht. Das Haus darf am Wasser, so wie das jetzt ist, ruhig zu sehen sein. Demnach, das heißt, es muss jetzt nicht unbedingt vom Sockel her im Erdreich verschwinden. Das tut dem Ganzen jetzt nicht unbedingt einen negativen Touch verleihen. Das heißt, wir haben hier vom Meer aus dann direkt das Fundament und noch ein bisschen Küstenlinie zu sehen. Das war jetzt ein bisschen recht hier gerade. Da muss ich noch mal bei, und zwar mit Wiese. Ich werde hier einfach mal spaßeshalber Küste noch ein bisschen ausstopfen. Ich mag das lieber, wenn das so ein bisschen reingeht ins Wasser, so denke ich mal, ist das in Ordnung. Das sieht auf jeden Fall vernünftig aus. Und jetzt ziehen wir natürlich da unten noch vernünftigen Boden rein. Der Boden soll aus Birkenholz bestehen, allerdings der untere Boden natürlich nicht aus Birkenholzstufe, sondern dieser darf natürlich aus richtigen Birkenholzbrettern bestehen. Das heißt, da setzen wir uns jetzt ein paar Birkenholzbretter rein hier unten. Dann haben wir den Boden nämlich auch schon mal gesetzt. So ungefähr soll das dann aussehen. Die Wände im Erdgeschoss, die dürfen eine bestimmte Höhe natürlich erreichen. Und zwar gehe ich jetzt mal von der Ecke, gehe von der Ecke mal nur eins weg. So ungefähr. So ungefähr, denke ich mal. Also drei hoch. Müsste hier eigentlich auch passen. Ja, das tut es auch. So. Ja, das einmal ganz rum und dann sehen wir weiter. Wenn dann das Grundkonstrukt steht, so wie jetzt, dann brauchen wir natürlich noch für die Zwischenräume entsprechende Füllmasse. Das heißt, ich setze hier unten jeweils noch einen Stein rein. Um das Ganze hier nicht wie ein Glashaus wirken zu lassen, damit das Ganze auch ein bisschen massiv ist. Und darüber setze ich zweimal Glas. Das Ganze kommt dann einmal ganz rum und obendrauf kommt dann natürlich noch eine komplette Reihe von diesem Ziegelstein. So sieht das Ganze dann aus, wenn da vorne noch eine Tür drin ist. Und natürlich brauchen wir jetzt noch einen Abschluss nach oben. Und dieser Abschluss sieht
dann ungefähr so aus, indem wir hier Birkenholz und Fichte, wie ich das unten auch gemacht habe, wieder kombinieren und entsprechend Decke hier reinsetzen, was dann nachher zu einer Dachterrasse werden soll. Das heißt, hier oben kommt dann im vorderen Bereich ein Zaun drauf. So sieht das Ganze dann mit Boden aus. Da wir allerdings hier vorne ein Geländer draufsetzen wollen und das Geländer natürlich hier so ein bisschen ums Eck laufen muss, müssen wir natürlich hier noch eine kleine Schönheits-OP einfügen an den Ecken. Und zwar kommt hier an der Ecke jeweils noch eine Säule von unserem Ziegelstein hin, damit wir hier anständig Stoff haben, um oben das Geländer drauf zu setzen. Machen wir jetzt einfach an jeder Ecke. Ziehen das einmal durch hier. Der Form. Na komm. Und natürlich auch noch hier vorne. So, den Abschluss hier vorne haben wir natürlich mit einem Geländer zu versehen. Das heißt, das Geländer steht dann so entsprechend da drauf. Und da werden wir auch keine unterschiedlichen Farben für einsetzen. Und das Ganze geht dann ungefähr bis, sagen wir, hier hin. So, weiter auf gar keinen Fall, denn an dieser Stelle kommt nämlich jetzt unser Aufbau hier oben. Und der Aufbau, der sieht dann so aus wie unten. Das heißt, wir setzen uns hier wieder zur Wand hin. Gehen ein bisschen hier rum. Zählen das Ganze natürlich wieder ab. Wir haben hier am Rand haben wir 9, meine ich, gehabt. 2, 4, 6, 8, 9, genau. Das heißt 9 Stück. Und mit diesen 9 Stück müssen wir jetzt auch nach außen kommen hier. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Geht dann bis hierhin und natürlich nochmal hier so ein Stück raus. So, das Ganze nochmal zurück. Und schon haben wir die neue Grundfläche hier oben stehen. Damit das Ganze natürlich hier oben vernünftig als Aufbau sitzt und wir hier oben einen vernünftigen Erdboden reinkriegen können, muss ich natürlich jetzt hier vorne den Stein wieder runternehmen. Das Problem, was ich gerade dabei sehe, ist, dass wir da natürlich ein bisschen zu viel von dem Innenraum preisgeben. Das heißt, man würde das natürlich innen voll sehen. Dementsprechend muss ich dann wohl zu dem Mittel greifen, hier oben den Boden ein wenig zu erhöhen. Und zwar mache ich das wie folgt dann, indem ich oben noch einen Boden reinsetze und vorne zur Terrasse hin dann einfach eine Treppe setze, die nach unten geht. Da werde ich dann hier noch eine Treppe vorbauen auf die Terrasse, genau in dem passenden Raster wie hier. Und den Erdboden, den ziehen wir dann einfach hier einmal komplett durch bis nach vorne zum Wasser. Haben wir im Übergang hier unten drunter einen halben Stein gesetzt, um den Erdboden von oben zu kaschieren. Das heißt, dass man nicht sieht, dass hier oben Holz drauf liegt. Und automatisch ist natürlich dann hier unten erstmal Prost, Nachtsicht, Freunde. So, automatisch ist natürlich hier unten dann auch die Decke durchgezogen und hinten die Wand vollständig am Rand obenrum, hier vorne auch. Ja, das Ganze verändern wir jetzt natürlich wie das Geschoss unten drunter noch mit der entsprechenden Wand versehen und mit den Fenstern. Das heißt, hier kommt dann wieder die Wand drauf. In dieser Form und wir haben natürlich dann hier den Boden einen halben höher. Das heißt, hier haben wir dann nur
halben bis zum Fenster. Und so ist es dann natürlich auch ein bisschen leichter, hier aus dem Fenster rauszugucken. Man sieht nach unten mehr. Wenn man jetzt hier die Fensterscheiben noch einsetzt, wie man sieht, wirkt das Ganze auch ein bisschen großzügiger. Ja, nach hier vorne kommt dann wieder eine Tür rein, um auf die Terrasse zu kommen. Die setzt man natürlich unten hin. Ja, und hier geht es dann halt nach der Tür eine Stufe nach oben. So sieht das Ganze dann aus, wenn oben die Wände drauf sind und alles soweit fertig ist, um den nächsten Boden zu setzen. Hier vorne entsprechend halt Übergang und unten den durchgezogenen Boden. Die Wände schön gleich. Das heißt, das Aufgesetzte oben sieht genauso aus eigentlich wie das Erdgeschoss. Und ich denke, das ist Sinn und Zweck der Übung. Jetzt müssen wir hier oben den Boden noch ja genauso hinkriegen wie auch unten. Das heißt, schön Schachbrettmuster hier einbauen. Und dann können wir hier oben wieder den nächsten Boden draufsetzen. Das nächste Geschoss ist dann schon mal vorbereitet. Das heißt, die Wand steht schon mal und es muss natürlich jetzt auch von unten noch vernünftig aussehen hier. Das heißt, jetzt muss erstmal an der Stelle, wo oben der Boden draufkommt, also der Fußboden draufkommt aus Holz, muss natürlich hier unten erstmal wieder dieser kleine Schirm rein aus Ziegelstein, damit man einen vernünftigen Abschluss nach unten hat. Und das Ganze. Irgendwas ist hier oben. Ach nee, das ist richtig. Ne? Genau. So muss das sein. Das heißt, überall da, wo eine Wand ist, oben, darf dieser Ziegelstein hin. Dann sieht das vom Wasser aus auch so ein bisschen. Das sieht fast aus wie so ein Kommandoposten vom Wasser, ne? Sag ich mal. Ne? So mit so ein Aussichtsposten am Meer. Würde auch zum Hafen passen, so als Hafenamt, ne? Eigentlich. Aber naja, wir lassen das Ganze mal erstmal als normales Gebäude hier stehen und überlegen uns dann nachher, wie das Ding heißen soll. Das schiefe Haus von Yeshio oder so. So. Wäre dann so schon mal nicht schlecht. Das heißt, oben muss jetzt natürlich wieder der Boden rein. Das heißt, der zweite Belag muss hier oben drauf, um hier, das war verkehrt, um hier dem Muster treu zu bleiben. Jetzt hier oben dann genauso wie unten wieder der Boden drauf. Hier vorne dann wieder die Tür entsprechend rein. Und die Tür. Irgendwas passt hier nicht, ne? Irgendwas ist hier komisch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah. Ich sehe gerade, dass der Boden in den Gebäuden etwas anders aussieht wie hier vorne. Das heißt, die eine Terrasse hat an den Ecken dunkles Holz und die andere Terrasse hat an den Ecken helles Holz. Das Ganze, das werde ich wohl doch noch ein bisschen. Wir lassen das so. Ich denke mal, der Übergang, der ist in Ordnung. Die Weise. Man hätte natürlich jetzt sagen können, okay, ich setze hier oben immer auf jedes helle ein dunkles, auf jedes dunkle ein helles. Man auch machen können. Die Weise hätte man dann natürlich durchweg alles gleich aussehend auf jeder Etage. Ich denke aber, da wird es auch wieder irgendwo einen Hasenfuß geben. Deswegen lassen wir das lieber so, wie es ist. Und wenn das erstmal fertigstellen, dann oben entsprechend natürlich auch wieder die Decke einbauen, passend zu dem da drunter, und hier draußen natürlich wieder das Fensterglas reinsetzen. Hier das Glas, unten noch die Tür, und dann wäre die Etage auch drauf. Erstmal Prost Nachtsicht.
weil es ja Nacht ist und wir was sehen wollen. Ich habe vorhin die Tür auch schon reingesetzt. Einen kleinen Fehler habe ich auch noch behoben. Und zwar habe ich hier noch einen Bodenteil weggenommen, damit man ja auch reingehen kann, weil zuvor ist man hier nämlich hängen geblieben, weil oben das Glas ist. So, jetzt würde ich sagen, setzen wir das Ganze noch einmal oben drauf. Das heißt, noch so eine Etage kommt jetzt hier oben drauf. Und dann müssen wir uns um den Gebäudeabschluss nach oben kümmern. Der letzte normale Aufbau würde dann so aussehen hier. Und jetzt müssen wir uns natürlich noch was einfallen lassen, was oben als Abschluss drauf kommt. Ich möchte jetzt hier nicht irgendein normales Dach draufsetzen oder sonst was. Das wäre mir einfach viel zu banal, da habe ich keine Lust zu. Dementsprechend, wenn wir jetzt nochmal abzählen, wir hatten 5, ne? 1, 2, 3, 5. So, diese 5 haben wir und hier hatten wir dann die nächste Wand drauf. Das heißt, die Wand, die sieht ja vom Grundprinzip so aus, wie ich das jetzt hier gerade mache. Das ist halt die Wand, hier vorne der Eingang. Ja, so, da vorne der Eingang. Und ja, jetzt würde ich das Ganze gerne noch ein bisschen in die Breite ziehen, indem ich an dieser Stelle, das heißt, ich lasse diesen Vorbau so, wie er ist. An dieser Stelle ziehe ich das Gebäude jetzt hier ein bisschen über den Rand. 1, 2, 3, 4, mal in diese Richtung. Muss ich natürlich noch gucken, ob das hier mit dem Fenster einigermaßen passt. Das heißt, das wäre die Wand, das ist die Tür, da das Fenster jeweils. Und jetzt haben wir natürlich, ja gut, man könnte jetzt hier direkt ein Fenster machen. Oder ich setze da auch noch eine Wand hin, so. Und da kommt hier ein Fenster hin und da ein Fenster. Hier ein Fenster, auch ein Fenster. Und dann gehen wir genau an dieser Stelle rum. Wie wir das unten auch schon gemacht haben. So. Und hier kommt dann wieder Wand, Fenster. Das wäre ja dann das, was auf der Vorderseite die Tür ist. Hier wäre das nächste Fenster. Und dann, genau, dann geht das hier weiter rum. Boah. So, genau. Hier das nächste Fenster. Das passt nicht. Ah, doch, das passt. Das passt sogar ganz genau. Da das nächste Fenster. Da haben wir quasi Mittelteil mit Wand. Hier haben wir das nächste Fenster, das dem da hinten gegenüber ist. Da ist jetzt eine riesen Etage hier oben drauf. So, das ist jetzt wieder dieser Wand vorne gegenüber. Jetzt sind wir wieder am Ende dieses Teils angelangt. Und müssen hier jetzt wieder einen vernünftigen Übergang schaffen. Lass mal noch mal Prost Nachtsicht. So. Sieht man wieder ein bisschen mehr. Ich glaube, ich werde hier erstmal den. Genau, der Abschluss müsste dann genau so sein. Das heißt, wir haben jetzt hier oben den passenden Ansatz, haben eine Etage, die entsprechend hier oben wieder übersteht. Und das Ganze muss natürlich jetzt hier unten drunter wieder mit Boden versehen werden. Das heißt, auf die Weise bis nach vorne und im Innenbereich dann wieder mit den doppelten Boden hier. Und natürlich muss der Aufbau auch wieder, wie vorher auch, entsprechende Höhe gewinnen. Das heißt, diese entsprechende Höhe haben und dann kriegt er wieder hier Fenster rein. Das ist dann der Aufbau oben, der fertig ist. Das heißt, einmal unten der Boden natürlich wieder komplett drin.
Im Inneren ist der Boden drin und die Decke ist drin. Und jetzt brauchen wir natürlich zu dem Ganzen noch einen Abschluss nach oben. Diesen Abschluss nach oben, den würde ich jetzt gerne auch mit dem Geländer machen. Das heißt, wir werden hier oben eine wunderschöne große Dachterrasse draufsetzen und entsprechend an den Ecken werde ich natürlich dann noch zusehen, dass ich eine oder andere Verzierung hier auf dieses Geländer setze. Mir schweben da Blumentöpfe vor, wie wir das bei dem anderen Gebäude auch gemacht haben. Da werden dann hier an den Ecken und auf den Flanken jeweils Blumentöpfe mit schönen Blumen drankommen. Natürlich müssen wir auch gucken, dass wir noch eine anständige Beleuchtung hier auf die Reihe kriegen. Und dafür ist es unumgänglich, eine passende Aufteilung zu machen. Deswegen werde ich jetzt die Aufteilung erstmal mit den Fackeln machen. Das heißt, ich setze erstmal hier und hier eine Fackel hin, lasse dann hier in der Mitte Platz für einen Blumentopf. Setze hier wieder eine Fackel hin. So müsste das eigentlich okay sein. Das heißt, wir werden hier oben erstmal eine Runde schön Fackeln draufsetzen und immer übergänglich, das heißt, bis nach hier. Hier ist dann wieder ein Blumentopf, hier ist dann wieder eine Fackel. Blumentopf, Fackel, Blumentopf, Fackel, Blumentopf an der Ecke, Fackel. Und man sieht, geht auf die Weise der Plan hier auf der Seite komplett auf. Hier an der Ecke ist dann auch wieder ein Blumentopf, hier wieder eine Fackel. Das müsste eigentlich durchgehend wieder bis zur anderen Seite müsste das eigentlich wieder passen. Das heißt, dass wir an der Ecke hier wieder die Fackel haben. Über Eck wieder der Blumentopf, Fackel, Fackel, Blumentopf hier an der Ecke. Oh, da sollte der nicht hin. So, und hier an der Ecke wieder im Übergang der Blumentopf. Ich denke mal, so ist das Ganze hier entsprechend gut aufgeteilt. Und das Ganze machen wir natürlich hier auch noch. Das heißt, hier werden wir auch noch jeweils immer Fackel, Fackel, Fackel machen. Über Eck den Blumentopf, Fackel, Fackel. In der Ecke setzen wir auch eine Fackel. Und das Ganze natürlich dann auf jeder Etage bis nach unten. Und dann können wir dazwischen jeweils auf das Geländer hier oben, können wir dann immer jeweils noch einen Blumentopf draufsetzen. Und damit das Ganze noch ein bisschen erschönen. Von außen haben wir jetzt die Blumentöpfe mit Blumen bestückt, haben die Fackeln draufgesetzt, haben auf jeder Etage im Innenteil noch Fackeln dran, außer im obersten, da haben wir die Fackeln noch vergessen, das heißt, die müssen ja auch noch dran. Im unteren Bereich sind sie bereits zwischen den Fenstern platziert, das heißt genauso wie jetzt hier gleich. Und schon sieht das Ganze doch wesentlich rundlicher aus. Das heißt, der Innenraum ist beleuchtet, das leuchtet auch entsprechend nach draußen. Hier draußen habe ich noch ein paar Endstäbe drunter gesetzt. Das gibt dem Ganzen vom Weitem nachts natürlich auch nochmal so ein schönes Leuchten und gibt dem Gebäude, finde ich, noch so einen interessanten Schimmerlook, sage ich jetzt mal. Das kann man natürlich bei Nacht besser sehen. Und weiter geht es dann mit der nächsten Folge im Inneren des Gebäudes. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.